Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts mit einer Aufnahme des Freien Deutschen Hochstifts. Am 19. Mai haben wir den 250. Geburtstag Rahel Farnhagen von Enses gefeiert. Als Genie der Geselligkeit hatte sie in bewegter Zeit Dichterinnen und Adlige, Franzosen und Russen, Juden und Christen, Diplomaten und Schauspielerinnen zu abendlichen Tees eingeladen. Ihr zu Ehren sprechen Nikolaus Gatter und Heide Volkenich über Herkunft, Umfeld und Ausstrahlung einer Schriftstellerin, deren Briefe und Papiere, wie ihr Mann nach ihrem Tod schrieb, nie anderes Tageslicht als das, wo sie geschrieben waren, vermuteten. Es moderierte Tillmann Spregelsen. Ja, herzlich willkommen zu unserer Diskussion über und zu Ehren von Rahel Farnhagen. Veranstaltet wird sie vom Freien Deutschen Hochstift und dem Jüdischen Museum in Frankfurt. Der Anlass ist der 250. Geburtstag Rahel Farnhagens am 19. Mai. Ich habe dabei das Vergnügen, mit zwei ausgewiesenen Fachleuten über Rahel Farnhagen und ihre Zeit zu diskutieren. Da ist zunächst Heide Volkenich. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsche Philologie an der Uni Greifswald. Dort ist sie auch Vorstandssprecherin des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung. Sie studierte Literaturwissenschaft, Philosophie und Pädagogik in Bielefeld und promovierte im Rahmen des Münchner Graduiertenkollegs Geschlechterdifferenz und Literatur mit der Arbeit Am Rand der Autobiografie, Ghostwriting, Signatur, Geschlecht. In diesem Rahmen hat sie sich intensiv mit Hannah Arendt und Rahel Farnhagen beschäftigt. Nach Abschluss der Habilitation mit einer Arbeit zur literarischen Produktivität des tätigen Menschen, was ich einen reizenden Titel finde, sehr schön, an der LMU München, war sie unter anderem Gastprofessorin an der Vanderbilt University in Nashville. Heide Volkenich ist uns heute aus Greifswald zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Volkenich. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Neben mir in epidemiologisch gebotenem Abstand sitzt Nikolaus Gatter. Er ist Historiker und Germanist, Übersetzer und Publizist in Köln. Er hat als Lektor, Journalist und Musikkritiker gearbeitet, ist Vorsitzender der Farnhagen-Gesellschaft und Herausgeber ihres Almanachs, Kurator einer weitgereisten Wanderausstellung zum Ehepaar Farnhagen und nicht zuletzt Herausgeber der Blätter aus der preußischen Geschichte und des Reiseberichts Paris 1810 von Karl August Farnhagen von Ense. Ich persönlich finde besonders spannend, dass er mit der Edition der Tagesblätter von Farnhagen von Ense beschäftigt ist. Herzlich willkommen, Herr Gatter. Danke sehr. Ja, vor 250 Jahren kam Rahel Levin in Berlin zur Welt als Tochter eines jüdischen Juwelenhändlers und Bankiers. Frau Volkenich, was war das für eine Zeit und was war das für eine Familie, in die sie da hineingeboren wurde? Ja, vielleicht können wir anfangen und nochmal in Erinnerung rufen. Ich vermute, viele Zuhörende wissen das auch, was in dieser Zeit, die die Lebensspanne Rahel Farnhagens umfasst, alles passiert ist. Also 1771 geboren, bis 1833 gelebt. Wenn wir ein paar Stichworte nennen, um das historisch sozusagen Aufregende der Zeit zu benennen, können wir mit der Aufklärung beginnen, mit der Französischen Revolution weitermachen, der napoleonischen Besetzung, den Befreiungskriegen, dem Wiener Kongress. Also sozusagen eine Zeit, in der Europa in Aufruhr war, in der die Gesellschaften sich verändert haben, in der es eine größere Partizipation des Bürgertums innerhalb der europäischen Gesellschaften gab und die sozusagen mit Kosten erkämpft wurde. Wir haben kulturell natürlich in der Literaturgeschichte, in der sie sich mit ihren Schriften, mit ihren Lektüren bewegt hat, die Aufklärung, die Romantik, die Goethezeit. Und wir haben natürlich, was für Rahel Farnhagen und ihre Familie ganz wichtig ist, auch eine einsetzende bürgerliche Emanzipation im Hinblick auf die deutschen Jüdinnen und Juden. Also eine vorsichtige Öffnung, die Einführung erster Möglichkeiten, auch Staatsbürgerrechte zu erwerben, 1812. Also damit ein sozusagen Zeit des Umbruchs, der Veränderung, der Revolution. Aber auch für die Frau Rahel Farnhagen immer noch eine Zeit, in der Möglichkeiten, selbstständig zu handeln, eigenständig zu handeln, eigene Interessen zu verfolgen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, durchaus eingeschränkt waren. Wie kann man sich den
individuellen Werdegang des Mädchens Rahel Levin vorstellen in dieser Zeit? Sie haben jetzt die Zeit skizziert, eine Zeit, die einerseits Freiheiten ermöglicht, die eine Öffnung bedeutet. Sie haben andererseits auf die Limitierung speziell der Frau Rahel hingewiesen. Wie ergeht es ihr da in ihren Anfängen? Also ist das ein Spannungsverhältnis, was sie auch artikuliert, oder ist sie erstmal, läuft sie unauffällig mit? Also was man vielleicht generell sagen kann für die Situation jüdischer Töchter in dieser Zeit, ist, dass sie häufig, und das gilt in gewissem Maße auch für Rahel, die Möglichkeiten hatten, sich in anderer Weise als andere sozusagen Zeitgenössinnen mit Bildung, mit Bildungsinhalten zu beschäftigen. Sie war die älteste Schwester im Haus, sie fühlte sich verantwortlich für ihre Geschwister und hat in dieser Position auch sozusagen ihr gesellschaftliches Leben später organisiert. Das sind vielleicht wichtige Momente, die sie herausheben aus dem zeitlichen Kontext und die spezifische Situation, in der sie sich befand, betreffen. Aber da gibt es sicher noch mehr Punkte, die vielleicht auch Herr Gatter noch ergänzen kann. Also ich würde das vollkommen unterstreichen, was Sie sagen. Ich finde das vollkommen richtig, dass Rahel und auch andere jüdische Mädchen in der Zeit Bildungschancen wahrgenommen haben, die christlichen Mädchen nicht so zur Verfügung standen oder die man ihnen nicht zubilligte. Das hing natürlich mit Rollenzuschreibungen zusammen, die da existierten. Und Rahel hatte eine große Abneigung gegen solche Zuschreibungen. Ich glaube, das kann man sagen, da sind wir uns sicher einig. Sie haben ja von dem Bürgerlichen gesprochen, von der Verbürgerlichung. Das müssen wir uns so vorstellen, dass das ja ein Stand ist, das Bürgertum, und doch damals eben noch kein Stand war. Es war ja der Tiersetta, den es eigentlich noch gar nicht gab. Und das wurde, denke ich, in dieser weitgehend ständisch geprägten Gesellschaft von 1771 als eine Befreiung erlebt, in einen Zwischenraum zu kommen, wo man sich dieser Stände Pflichten entledigen kann. Also diese Gesellschaft stelle ich mir furchtbar determiniert vor. Und ich denke mir, gerade Rahel hat diese Determination ja auch immer auf den Punkt gebracht, formuliert, das Leiden daran formuliert, als Jüdin, als Frau, als Hausfrau, als Heiratskandidatin. Und doch muss uns das nicht irritieren, dass sie sehr gerne Heiratskandidatin, sehr gerne Hausfrau war, auch sehr gerne Jüdin, aber diese Dinge nicht von außen vorgeschrieben bekommen wollte, sondern ihren eigenen Inhalt da hineinlegen. Das ist, glaube ich, das ganz Besondere an dieser Persönlichkeit. Wie sieht da der individuelle Bildungsgang aus? Also gab es da Hauslehrer, ist ja auf sowas wie eine öffentliche Schule gegangen, Universität kam ja sicherlich noch nicht in Frage. Hat sie da erlebt? Also auf eine Schule durfte sie zu ihrem Leidwesen nicht gehen, anders als ihr Bruder Ludwig Robert, der das französische Gymnasium besuchen konnte. Das hat sie auch beklagt, aber ich will mal so sagen, ob sie an einer damaligen gymnasialen Oberstufe glücklich geworden wäre, möchte ich auch bezweifeln, denn sie war ungeheuer belesen, ungeheuer erpicht auf das Wissen. Und hat sich diese Dinge angeeignet, nicht alleine. Sie hat Sprachunterricht bekommen, sie las flüssig Shakespeare, sie hat Italienisch gelernt, sie hat Klavier gelernt, konnte sehr gut Klavier spielen, Tanzunterricht bekommen. Also sie bekam eigentlich viel Unterricht. Also sie bekam solchen Hauslehrerunterricht, aber sie hat sich auch sehr vieles erlesen, also besessene Leserin. Wir wissen das aus dem Briefwechsel mit dem Jugendfreund David Veit. Das war vielleicht ein bisschen wie Goethe mit seiner Schwester, dass eben die Frau nun partizipiert am Studium jetzt dieses Jugendfreundes David Veit und sich immer mit ihm Sachen diskutierte, auch durchaus auf Augenhöhe diskutierte und ihn auch vieles machen ließ. Er ging nach Weimar, er musste ihr Goethe ganz genau beschreiben, solche Dinge, nicht? Also wozu sie selber nicht gekommen wäre. Sie hat zwar Goethe schon kennengelernt gehabt, aber sie wollte mehr über seinen Lebensgang, über seinen Alltag, über seine Kleidung erfahren, was er anzieht. Und darüber diskutieren. Und naja, sie diskutierte gern und in den Briefen hat sich das niedergeschlagen. Frau Völkening, sie diskutierte gern. Das scheint ja tatsächlich Teil auch des Mythos zu sein, das meine ich jetzt nicht wertend,
der uns heute noch begegnet. Wenn wir an Rahel Varnhagen denken, dann denken wir an die Salonniere, dann denken wir an Diskussionen, dann denken wir an einen regen Briefwechsel, dann denken wir an eine Geselligkeit. Und wenn wir jetzt hören, gute Klavierspielerin spricht mehrere Sprachen, das ist ja schon mal ein ziemlich gute Begründung eigentlich, um sich mit möglichst vielen Menschen auszutauschen. Wann fängt das bei Rahel an und wie gestaltet sich dieser Austausch mit anderen, diese Geselligkeit? Sie haben ja, Herr Gatter, schon darauf hingewiesen, dass wir dieser Briefwechsel mit dem Jugendfreund David Veit haben. Das heißt, es beginnt in ganz jungen Jahren in dieser Teilhabe an seinem Studium, in einem Austausch, im Briefwechsel. Und diese Briefwechsel sind tatsächlich das Medium des Austauschs, das sie wählt, um sozusagen Gespräche zu führen mit denen sie nicht vor Ort sprechen kann. Und dabei sind die Briefe aber nicht nur ein medialer Ersatz für die Gegenwart des Gesprächs, sondern sie ergänzen eigentlich die Gespräche, die sie vor Ort führen kann. Das heißt, diese Briefe sind selbst eine eigenständige sozusagen Diskussionsmöglichkeit, ein Medium der Halböffentlichkeit oder Öffentlichkeit, das sie benutzt, mit dem sie diesen Austausch pflegt, den Dialog führt. Und sie sind eben auch die Möglichkeit, selber zu schreiben. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig in dieser dialogischen Situation. Also es geht auch sehr früh darum, diese schriftlichen Zeugnisse sozusagen zu bewahren. Sie erkundigt sich bei Veit früh, ob er ihre Briefe auch aufbewahrt und versucht sozusagen diese Austauschbeziehung als solche auch für ihr eigenes Schreiben zu nutzen. Also da sind wir sozusagen, einerseits ist das Dialogische ein ganz wichtiges Moment, das würde ich unbedingt unterstreichen. Und deswegen spricht man ja auch häufig von dem Netzwerk, das sie gebildet hat und das auch dann später sozusagen dieses Netzwerk abbildenden Buch des Andenkens sozusagen erscheint. Andererseits ist es durchaus wichtig, dass sie selbst als Schreiberin, als sozusagen Persönlichkeit, die mit den Briefen einen eigenen textuellen Zusammenhang schafft, in Erscheinung tritt. Und das beginnt sehr früh, das beginnt in diesen jungen Jahren. Das ist jetzt der schriftliche Austausch. Wie ist es denn um die Geselligkeit bestellt, also um den direkten Kontakt? Sie haben das Stichwort des Salons ja schon genannt. Da haben wir sozusagen eine lange sozusagen Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Salon. Es gibt sozusagen zwei verschiedene Formen der Geselligkeit, die üblicherweise unterschieden werden oder unterschieden wurden in den Forschungsarbeiten, die es zu Rahel Varnhagen gibt. Und wir haben da einmal die als Dachstube berühmt gewordene, sozusagen mythische, also ich sage jetzt bewusst mythische Einrichtung eines eigentlich familiären Raums, in dem zwischen Familie und geselligen Abenden mit Freundinnen und Freunden, die dann zum Teil eben berühmt geworden sind später, weshalb wir diese Abende so gerne als Salon bezeichnen, stattgefunden haben. Also Treffen von 12 bis 13 Leuten, Familie immer mit dabei, darauf hat Barbara Hahn hingewiesen, an denen aber Abende eben auch, an denen die Brüder Schlegel, die Brüder Humboldt und andere Personen des öffentlichen Lebens der Berliner Romantik teilgenommen haben. Also wir dürfen uns diesen, also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Gatter, aber wir dürfen uns diesen Raum nicht sozusagen als Ausbruch der sozusagen Freiheit des freien Diskurses vorstellen, den wir da gerne imaginieren wollen. Es gab durchaus Dissonanzen und es gab durchaus auch Absetzungen und Abgrenzungen innerhalb der Gäste gegenüber der Jüdin Rahel an anderer Stelle dann gegenüber Dritten geäußert. Aber es gab immerhin diesen Raum, in dem Familie, gesellschaftliches Leben und ich glaube schon, dass man das sagen kann, diskursiver Austausch stattgefunden hat. Also nicht nur privat Unterhaltung stattgefunden haben, sondern das hatte eine Form der Öffentlichkeit und es war ein Ort, an dem sich unterschiedliche Gesellschaftsschichten, unterschiedliche Glaubensrichtungen, Männer und Frauen treffen konnten. Das war der erste Teil sozusagen der Geselligkeit.
Also ich denke mir, eine ganz große Rolle spielte dabei sicher, dass Berlin damals nicht das war, was wir heute unter Berlin kennen. Das war eine öde Garnisonsstadt, in der im Grunde weite Flächen vom Militär beherrscht waren. Es gab auch nicht so etwas wie Gastwirtschaften oder Kneipen. Das gab es natürlich, aber nicht für die Stände, von denen wir hier reden. Und es kommt aber hinzu, dass Berlin als Residenz dann doch Diplomaten anzog und diese Diplomaten brauchten Nachrichten, wie alle Diplomaten. Und es gab Journalisten, die brauchten Nachrichten, wie alle Journalisten. Und so zogen eben manche jüdische junge Frauen, übrigens auch die Eltern der Henriette Solmar, einer Cousine der Rahl, die hatten auch einen Salon, der rein französischsprachig war. Die zogen sehr viele Hugenotten an, da kamen viele Musiker, also das war ein äußerst musikalischer Salon und die junge Henriette Solmar war auch eine begnadete Sängerin, bis sie ihre Stimme verlor. Nur mal als Beispiel, hier fanden die Gespräche ausschließlich französisch statt. Also es gab so ein Bedürfnis nach einem solchen Austausch und der, denke ich, hat sich da niedergeschlagen, dass da Kontroversen blieben und dass man auch durchaus nicht immer eins war, steht selbstverständlich fest. Es wurde ja auch geguckt, wer lud wen ein. Henriette Herz hatte ja mit dieser Tradition, sagt man, angefangen. Jedenfalls ist sie die erste uns fassbare Saloniere, die als junge Frau angefangen hat, sich abzugrenzen von den wissenschaftlichen Zirkeln, die ihr Mann gegründet hatte und die eher gelehrten Charakters waren und eher Männern vorbehalten waren. Und dann gab es noch eine ganze Reihe weiterer ähnlicher Unternehmungen, die Amalie Bär zum Beispiel. Und um nochmal auf die Briefe zurückzukommen, tatsächlich war das auch eng verbunden mit den Briefen, denn man lud ein, dann musste reguliert werden, wer kommt rein, wer wird eingeladen und es gab die Visitenkarten, die wurden beschriftet zum Teil oder wer sagte ab auf diese Weise, indem er eine beschriftete Visitenkarte abgab. Das wurde am Einlass reguliert, das haben natürlich Bediente übernommen, die haben dann diese Visitenkarte wieder zur Hausfrau getragen und die hat gesagt, den nehmen wir jetzt rein oder auch nicht. Das konnte auch so geschehen. Reisende kamen natürlich und wurden weiterempfohlen, hatten Empfehlungsbriefe, diese sind ja auch solche Schreiben, hier ist ein junger Student, bitte nimm dich seiner an, zeig ihm mal ein bisschen Berlin oder stell ihm den und den Professor vor. Solche Dinge geschahen auch. Und das Dritte, was jetzt die Hanna-Lotte Lund in ihrer wunderbaren Salonarbeit herausgefunden hat und auch da diskutiert hat, das sind dann die Billets, die man in den Salons schrieb. Also schon während der Geselligkeit wurden kleine Zettelchen geschrieben und ausgetauscht, manchmal nicht zur Freude der Gastgeberin. Und das Letzte wäre auch noch zu sagen, man bedankte sich anschließend mit einem Brief. Also es wurde ein ungeheurer Austausch von Papier und beschriftetem Papier fand da statt. Und das führte natürlich auch dazu, dass wir heute sagen, wir haben allein von Rahl 6.000 Briefe und die Dunkelziffer wird noch erheblich höher sein. Da habe ich nur eine kurze Rückfrage, weil ich das heute zum ersten Mal höre. Diese kleinen Zettelchen, die während der Veranstaltung ausgetauscht wurde, was stand da drauf? Ja, müssen Sie mal bei Hanna-Lotte Lund nachlesen. Das sind dann teilweise Kommentare möglicherweise auch zu Dingen, die vorgetragen wurden. Es sind ja auch Vorträge gemacht worden, nicht wissenschaftlicher Art, aber es wurde Liedvortrag, es wurde gesungen, es wurde rezitiert, es wurden Spiele gespielt, es wurden Scherenschnitte gemacht. Es fanden allerlei derartige Unterhaltungen statt, die jetzt nicht unbedingt was mit Essen und Trinken zu tun haben. Aber das gab es natürlich auch. Ja, und natürlich haben sich Menschen dann untereinander, wenn mal geschwiegen werden musste, weil zum Beispiel ein Lied war, auch mal dann eben schriftlich verständigt. Frau Volkening, Sie haben es vorhin anklingen lassen. Die Besucher kamen auch zum Teil aus dem Kreise der Romantiker. Muss man sich das so vorstellen? Kann man sich das so vorstellen, dass hier doch relativ früh dann die Romantik als solche diskutiert wurde? Wissen wir was über, wie Romantik rezipiert wurde in diesem ersten, wir wollen es ja nicht Salon nennen, aber in dieser ersten Zusammenkunftsgelegenheit bei Rahel Levin?
Ja, Sie sagen es ganz richtig. Wir wollen es nicht unbedingt Salon nennen. Also Rahel selber sprach vom Tee, von der Gesellschaft, also von losen Verbünden. Die Idee, das tatsächlich als Salon zu bezeichnen, stammt erst aus dem 19. Jahrhundert. Sie fragen nach der Romantik. Ich glaube natürlich, Rahel hat aufmerksam die zeitgenössischen Zeitschriftenliteratur verfolgt und gelesen, soweit ihr das möglich war. Und natürlich wird es einen Austausch gegeben haben, auch über die Inhalte dieser Zeitschriften und das kann man dann eben, wie Herr Gatter schon betont hat, an den sozusagen zeitgleich sich findenden Briefwechseln beobachten, dass die Themen, die die Romantiker beschäftigt haben, aber eben auch in den Horen Schiller oder Goethe beschäftigt haben, dass diese Themen durchaus Gesprächsgegenstand waren und dass sie für Rahel sozusagen wichtige Inhalte waren, mit denen sie sich auseinandergesetzt hat. Also man kann auf jeden Fall feststellen, dass sie selbst, was die zeitgenössische Diskussion um Ästhetik, Poetik, Vorstellungen des Lebens, die ja auch in sozusagen mit der Debatte um die Romantik verbunden waren, dass sie da durchaus sozusagen immer auf dem neuesten Stand war oder so weit wie möglich auf dem neuesten Stand war. Und ich glaube, es gibt auch es gibt vielfältige Berührungspunkte im Hinblick auf die Frage der Gestaltung von Lebensformen, die ja gerade in der Frühromantik mit Konventionen gebrochen haben, also Ideen gegen die Konventionen der Liebe, der Ehe zu verstoßen, sozusagen freie Liebe, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, die Dimension von Beteiligung von Frauen in der Romantik, zumindest in den frühromantischen Jahren, die wir da beobachten können, mit Dorothea Schlegel beispielsweise. Diese Dimensionen sind für Rahel selber in den Briefen auch ganz wichtig. Und von daher gibt es sehr große und enge Berührungspunkte. Die Frage ist, ob man sozusagen, das ist aber eher eine Frage für die Romantik generell, ob man sagen kann, es gibt da sozusagen einen Ort, an dem sich das konstituiert, sondern es ist eher eine Art zerstreute Öffentlichkeit und es gibt verschiedene Medien, verschiedene Diskurse, die an sozusagen verschiedenen Orten stattfinden. Aber dazu gehören auch diese Gesellschaften. Also die Frage ist natürlich raffiniert, war der Romantiker oder waren die Menschen, die in der Romantik lebten, die Schriftsteller, die Künstler, haben die sich schon als Romantiker betrachtet? Das ist natürlich eine gute Frage. Das, was wir heute unter Romantik verstehen, hat natürlich eine Last von Definitionen hinter sich und die sind nicht gerade von Rahels Freunden gemacht worden, sondern eben von einer weitgehend nationalistischen und ich möchte sogar fast sagen, in der Grundstimmung eher judenfeindlichen Germanistik ausgebrütet worden. Und was heute, also dieses ganze Romantikbild wurde ja erst in den letzten, würde man sagen, 40 Jahren mal in Frage gestellt und hinterfragt. Und da sind wir auf diese Dinge gekommen, die Frau Volkening sehr richtig hier unterstrichen hat, dass das eine Emanzipationssache war, dass das mit Frauen zu tun hatte, dass das mit Jüdinnen zu tun hatte. Aber das war lange Zeit vollkommen tabu und sollte eigentlich beschwiegen werden, würde ich mal sagen. Die andere Frage, wie romantisch waren die? Na, sie waren es schon deshalb, weil sie auch angegriffen wurden. Ich nenne mal den Schriftsteller Galip Merkel. Der hat sich also zum Ziel gesetzt, diese ganze Berliner Literaten, Künstler und Jüdinnen und Salongeschichten also einfach aufs Korn zu nehmen, satirisch zu bearbeiten und ziemlich unter der Gürtellinie anzugreifen, angefangen mit Henriette Herz, die er auf einer Karikatur hat dargestellt mit als Riesin mit einem verkrüppelten kleinen Schleiermacher so als Kinderwagenmodell daneben, dann natürlich Frau Volkening, Sie haben es angesprochen mit Dorothea Schlegel und ihrer Scheidung von Philipp Veit, das wurde überall diskutiert und wurde natürlich auch, und dann kam der Roman Lucinde natürlich noch dazu, das war skandalös, das wurde auch angegriffen. Wir kennen natürlich all diese Positionsnamen und Streitschriften nicht mehr so in der Weise. Es gab dann wiederum vom Farnhagen-Kreis diese wunderbare Merkelsche Testimonia Merkelii. Das ist also eine Sammlung von fürchterlichen Invektiven gegen Merkel. Also da hat man sich im Grunde in Streitschriften auch, ist man sich ergangen und so kristallisierte sich das natürlich auch heraus. Und insofern waren das Positionsnamen, die eben mit der Geselligkeit auch zu tun hatten und die kontrovers waren. Das kann man sicherlich so sagen. Aber das klingt ja im Grunde genommen nach, also so wie Sie es jetzt beschreiben,
nach so einer Art Lagerbildung. Frau Volkening, Sie haben vorhin gesagt, Rahl war in einem Netzwerk. Wie muss man sich dieses Netzwerk vorstellen? Also war sie die eine Person, auf die alles zulief dann in diesem Freundeskreis? Oder war sie eher so eine, war sie eine von mehreren und die kannten sich alle untereinander, haben sich alle geschrieben? Was ist ihre Rolle in diesem Freundeskreis? Das finde ich tatsächlich schwer zu bestimmen und ich wäre da vorsichtig, sie jetzt sozusagen als zentrales Gestirn zu setzen. Das ist ein Eindruck, der vielleicht entsteht, wenn man sozusagen über das Buch des Andenkens einsteigt in diese Konstellation. Aber natürlich haben sie auch untereinander Briefe geschrieben und natürlich gibt es auch durchaus Möglichkeiten der Teilnehmer an diesen Gesellschaften, sich in anderen Konstellationen, an anderen Orten zu treffen, zu denen dann wiederum Rahel nicht unbedingt Zugang hatte. Das heißt, wir haben eigentlich eine Gruppe von Leuten, die im Austausch sind, zu unterschiedlichen Gelegenheiten. Und sie selbst ist aber jemand, die eben diese Briefwechsel auf eine besonders emphatische Weise führt und vielleicht auch denen die Kategorie der Freundschaft in diesem Kontext besonders wichtig ist. Und die deshalb diese Briefwechsel nutzt, um genau die Dinge, die für sie nicht möglich sind, in gleicher Weise, also eine Art Karriere als Schriftstellerin oder sozusagen selbstständig bestimmtes Leben. Über Studium haben sie gesprochen, das natürlich auch nicht möglich war, diese Dinge sozusagen zu ersetzen durch ein von sich selbst ausgesponnenes, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, in der Metaphorik Netzwerk, in dem sie einerseits selber Anregungen bekam, aber andererseits auch ihre eigenen Einsichten formulieren konnte. Und sie selber hat das dann, und das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb ich das mit der Romantik durchaus verbinde oder mit der Programmatik der Frühromantik, sie hat dann einmal gesagt, mir war das Leben angewiesen. Also sie hat das sozusagen bezogen im ganz emphatischen Sinne als ein Programm des Lebens in dieser Weise korrespondierend über die aktuellen Fragen und Debatten der Kultur und über diese Etablierung von Freundschaften tatsächlich ein großes textuelles Werk zu schaffen. Ich glaube, Freundschaft ist ein ganz zentrales Wort, nicht zufällig. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, das fiel jetzt zum 5. oder zum 6. Mal, ja, weil es tatsächlich eine gewisse Grundierung ist für diese Gesellschaft. Nur, ich glaube, es ist sehr schwer, ähnlich wie wenn man über Liebe spricht, Freundschaft so zu definieren, dass jeder sagen würde, ja, genau das ist das. Was würden Sie beide sagen? Was meint Rahel, wenn sie Freundschaft sagt? Also ich denke, dass sie auf jeden Fall hält sie an Freunden fest und sie erwartet keine Gegenliebe. Also sie hat mal einen schönen Satz gesagt, man liebt ja sein Vaterland auch ohne Gegenliebe. Also wie man eben Preußen lieben kann, ohne von Preußen geliebt zu werden, kann man sich bei einer jungen Jüdin damals jedenfalls gut vorstellen. So denke ich, hat sie auch geliebt oder hat Freunde gepflegt. Sie hat nicht erwartet, dass sie aus der Freundschaft etwas bekommt. Das war ihr ganz suspekt, diese Vorstellung. Ich tue was für den, dann tut er was für mich. Nein, das musste auch notfalls eine sehr einseitige Sache sein. Das ist auch dieses merkwürdige Festhalten, selbst an Leuten, die später mit ihr gar nicht viel mehr zu tun haben wollen, die dann hingehen und sagen, ach, die Levi schon wieder und ich ist mir zu garstig, ich verkehre in diesen Häusern nicht mehr. Das kommt ja vor. Und trotzdem hielt sie an denen noch immer irgendwie fest oder versuchte es in ihr Denken mit einzubeziehen, wie es kommt. Am allermeisten sieht man es an Friedrich von Gentz, der ihr auch trotzdem auch immer noch ein bisschen zugetan ist. So ist es nicht. Er war ja ein bisschen ihr Zögling im intellektuellen Sinne. Andererseits auch wiederum jemand, der sich von ihr scharf abgegrenzt hat, eben versucht hat, so auf dem Wiener Kongress war es, glaube ich, es gibt so auch so eine Szene, die Barbara Hahn da mal hervorhebt in ihrer Dissertation, wo die Treppe runtergehen und Gentz will sie gar nicht kennen und so. Und da war sie natürlich erschüttert. Trotzdem, das hat sie unbeirrt gelassen. Sie hat weiter ihm geschrieben, auch wenn sie nicht die Antwort bekam, die sie wünschte. Also Freundschaft war was Erhebliches und was ganz Existenzielles für sie, würde ich sagen. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das ist, glaube ich, ich habe eine kleine Briefstelle mitgebracht, in der sie das auch nochmal formuliert. Das ist an David Veit
in der sie schreibt, welche Freundin haben sie gewählt, gefunden und empfunden? Ich verstehe einen Menschen, sie ganz. Vermag es wie doppelt organisiert, ihm meine Seele zu leihen und habe die gewaltige Kraft, mich zu verdoppeln, ohne mich zu verwirren. Und dann kommt eben der Satz, ich bin so einzig als die größte Erscheinung dieser Erde. Also ja, Ideen, da würde ich immer, da würde ich immer ein Komma lesen. Ich bin so einzig. Ich mache es deswegen immer, weil häufig wird so gesagt, ich bin so einzig als und so weiter. Aber das ist ja nicht so isoliert zu sehen, sondern so in dieser Weise, dass sie sich so wunderbar in andere hineinversetzen. Absolut, das ist auch hervorragend. Das macht sie einzig. Sie haben vollkommen recht. Ja, aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass sie diese Doppelung, also dass es wirklich um ein empathisches Freundschaftsverständnis geht, dass ganz viele sozusagen Modelle und Modellierungen von Freundschaft wieder aufnimmt oder wieder aufgreift, nur der Seelenverwandtschaft, die tatsächlich in der Tradition, und damit besetzt sie auch ein neues Terrain, in der Tradition sozusagen nur als Freundschaften unter Männern gedacht werden. Also sie schließt damit an Metaphoriken an, die bei Montaigne auftauchen in seinem auch wunderbaren Essay über die Freundschaft. Mhm. Und das ist sozusagen auch ein programmatisches Lebensmodell. Das ist nicht einfach nur sozusagen eine Freundschaft, wie wir sie alle pflegen, sondern es ist ein Versuch sozusagen, das Leben künstlerisch zu gestalten in gewisser Weise. Was ändert sich, als mit der preußischen Niederlage 1806, wenn Napoleon in Berlin einzieht, was wird aus diesem Kreisnetzwerk vielleicht, was wird aus Rahl? Ja, also eins, ich habe ja vorhin zitiert, dass sie Preußen als ihr Vaterland betrachtete und auch liebte ohne Gegenliebe. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, es gibt einen ganz interessanten Brief, wo sie an Farnhagen schreibt, etwas, was Farnhagen nicht ins Buch des Andenken gedruckt hat. Sie schreibt nämlich unter anderem, sie sei auf den Flügeln des, unter den Flügeln des Genius Friedrichs des Großen, wäre sie aufgewachsen und liebt daher natürlich ihr Land. Aber man müsse jetzt, wie Friedrich der Große auch, Entscheidungen treffen und die müssten auch schnell geschehen und auch radikal sein. Und dann kommt das, was Farnhagen eben weggelassen hat im Buch des Andenkens, der Bösewicht. Sie hat dann gesagt, ich folge dann eben auch einem anderen Großen. Sie wäre also durchaus bereit gewesen, Napoleon zu huldigen und eben die napoleonische Vorherrschaft anzuerkennen. Das ist also durchaus nicht so, dass sie jetzt also das Deutschtum so umarmte, dass sie, sie hat da auch zeitbezogen gelebt. Erst später hat sie dann erkannt, wie die Folgen natürlich waren. Also, es war ja das napoleonische Regime, war ja ein anfangs auch sehr, sehr, sehr positives. Es führte zur Befreiung der Bauern, es führte zur Befreiung der Juden aus den Ghettos. Es wurden viele wichtige Reformen angestoßen. Es kam der Code Napoleon. Aber es kamen ja auch noch die anderen Sachen, die Kriege, vor allem der Russlandfeldzug und alles, was dann kam, hat sie doch sehr verändert und auch wieder sehr, auch politisch wieder anders orientieren lassen. Ja. Und der Kreis, dieser Freundschaftskreis, ich meine, muss man sich das so vorstellen, dass mit dem Einzug von Napoleon der Hof zieht weg, der preußische Hof, dass Berlin zum Teil entvölkert war von denjenigen, die Rahel vorher wichtig waren, oder ändert sich da nicht so viel? Also natürlich verändert sich auch in gewisser Weise die Zusammensetzung des Salons, aber die verändert sich sozusagen, oder die Zusammensetzung dieser Gesellschaften. Aber ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass die Familie da durchaus eine große Rolle gespielt hat. Und die bleibt natürlich bestehen und auch sozusagen die engeren familiären Bezüge also zu bleiben bestehen und spielen weiter eine Rolle. Aber das ist, glaube ich, eher eine Veränderung des kulturellen Klimas insgesamt, die sie durchaus hart trifft und auch sozusagen im Zusammenhang mit dem, was dann im Anschluss daran geschieht, also Gründung der Tischgesellschaft beispielsweise, gibt es sozusagen andere Sozialformen, die dann die eher losen Sozialformen nochmal versuchen, in Statuten zu überführen, in denen Jüdinnen und Juden und Frauen nicht mehr zugelassen sind. Das heißt, das, insgesamt gibt es sozusagen im Laufe der Jahre, der anschließenden Jahre, eine Verschiebung und eine Erstarkung des Nationalismus, die durchaus sie auch trifft. Ja, also auf jeden Fall.
Veränderungen sind ganz gewaltig und drastisch. Und auch wenn Rahl immer gesagt hat, die Franzosen sind unser Vorvolk und immer gesagt hat, die haben etwas gemacht, das müssen wir noch nachholen, das fehlt uns, ist ihr schon klar, dass es da Defizite gibt, die nicht eingelöst werden durch die dann doch sehr halbherzige Geschichte. Preußen bleibt zwar frei, aber der König muss weg, muss nach Ostpreußen ausweichen. Und Preußen ist doch dann weitgehend unter der Vorherrschaft dieser ganzen Handelsbeschränkungen. Das führt zu einer wirtschaftlichen Krise, die auch Rahls Familie mit durchaus betrifft. Da ist der Vater ja 1790 schon gestorben. Die Brüder haben das übernommen. Rahl spricht davon, dass sie verarmt. Ist sicherlich übertrieben. Sie war trotzdem nicht arm, oder das muss man nicht sagen. Sie hat also Bediente gehabt. Sie hat immer ganz gut gelebt. Also so in einem oberen Mittelstand, würde ich sagen. Es waren keine Millionäre, die Levins. Das muss man immer mal sagen. Es wird gerne heute behauptet, Markus Levin, der Ältere, habe sich an diesen Münzverschlechterungen da beteiligt. Damit hatte der gar nichts zu tun. Also wer die Münze, der Münzwardein, wie der Veitel Ephraim hatte, der hat sehr, sehr, sehr viel Geld gehabt. Die Levins waren von einigem, aber doch moderaten Reichtum. Der andere Punkt ist, dass sie auch sagt, dass sie vereinsamt. Und ich denke, das ist der Fall. Die hat nach 1806 nicht mehr diesen Kreis um sich. Die mit den König gehen ja auch die Diplomaten weg. Und diese Kreise lösen sich auf. Und in dieser Zeit hat sie dann auch noch persönlich viel Unglück mit gescheiterten Liebes- und Verlöbnisverhältnissen. Das will ich gar nicht so hier ausbreiten. Und da hat sie jedenfalls Verluste, kann man sagen, die sie erst spät wieder einholen kann. Wir waren vorhin, haben wir ja die Briefe, die Briefkultur kurz gestreift. Ich würde das an dieser Stelle gern nochmal vertiefen. Denn ich denke, gerade vor dem Hintergrund, Herr Gatter, was Sie eben beschrieben haben, viele Vertraute gehen weg, der Hof zieht weg, was sicherlich dann auch das Briefnetzwerk vielleicht ein wenig intensiviert hat, einfach durch den räumlichen Abstand. Ich habe mich bei Briefen dieser Zeit immer gefragt, man liest ja häufig Beschreibungen, da wird ein Brief geschickt an jemanden und der sitzt dann am nächsten Abend im Familienkreis und liest den vor und berichtet dann hinterher darüber. Also diese, was wir heute, würden wir sagen, ein Brief ist, was zwischen zwei Menschen passiert. Aber hier ist es offenbar, ein Brief passiert, hat automatisch einen größeren Adressatenkreis. Würden Sie das bei Rahels Briefwechsel auch so sehen oder ist da der intensive persönliche Ton von Schreiberin zu Adressat, Adressatin, überwiegt der? Ich würde da differenzieren wollen. Es ist, glaube ich, nicht jeder Brief hat sozusagen die gleiche Offenheit in der Adressierung, die Sie jetzt angesprochen haben. Also wenn wir die Briefwechsel anschauen, da gibt es sozusagen einerseits natürlich Briefe, die eben vielleicht sehr früh schon auch mit einer Idee eines weiteren Publikums geschrieben sind, die allgemeine Zusammenhänge diskutieren, besprechen, dabei aber durchaus auch intime Töne anschlagen. Also wir sprechen ja auch sozusagen mit Blick auf den Brief als ein Medium, das Intimität öffentlich macht und das sozusagen die Intimität zum Diskursfeld der Romantik mit erhoben hat. Also wir haben sozusagen in der ganzen Briefkultur des 18. Jahrhunderts diesen Zug der Veröffentlichung von Persönlichem. Deswegen würde ich das gar nicht unbedingt gegenüberstellen, das, was sozusagen von mehreren besprochen wird und das, was wir eher intime Kommunikation nennen würden. Und in diese Richtung zielen ja auch andere Briefromane, die wir kennen, oder Briefsammlungen dann im frühen 19. Jahrhundert. Aber es gibt durchaus auch, so habe ich zumindest den Briefwechsel beispielsweise mit ihrer Freundin Pauline Wiesel wahrgenommen, die sozusagen als Freundin, Geliebte von Prinz Louis Ferdinand schon Teil der Teegesellschaften war, aber eben lebenslänglich Freundin blieb mit größeren Pausen. Aber da gibt es durchaus auch Briefe, die dann tatsächlich auch im Buch des Andenkens eher nicht aufgetaucht sind, die intime
Freundinnenbriefe waren, wenn ich das mal so nennen darf, und sehr zum Teil auch ja wahrscheinlich delikate Einzelheiten aus dem Privatleben der beiden Frauen diskutiert haben. Da würde ich auf jeden Fall noch zumindest als Randbemerkung sagen, die Briefe der Pauline Wiese, an Pauline Wiese gerichtete Briefe standen Fahnang jetzt zum Buch des Andenkens nicht zur Verfügung. Die Pauline Wiese hatte das zunächst abgelehnt und dann sogar gesagt, sie habe Rahl schwören müssen, dass sie die also niemals aus der Hand gibt und sogar Vorkehrungen getroffen, wenn sie mal stürbe, also Pauline Wiese, dann würde vor ihren Augen in einer Urne würden die alle von ihren Leuten verbrannt. Also wie sie das anstellen will, weiß ich nicht. Das ist irgendwie ganz geschickt. Später hat sie sich dann doch abluchsen lassen, auch mit wohl mit einer Geldgabe, die sie dringend benötigte. Aber die, das ist das eine. Das andere ist natürlich, sie sehen den Briefen das selber an. Rahl ist ja eine ungeheuer auktoriale Schreiberin. Die sagt dann, das Folgende aber jetzt nur für dich. Sowas kommt ganz häufig vor. Oder sie sagt, Karlchens Liebhaber, Klammer auf, du weißt, welchen Namen ich hier nicht nenne. Fahnang schreibt dann daneben in seiner Schrift Gens. Es war Gens, weil der mit seinem Bedienten Karlchen so ein seltsames Verhältnis hatte. Solche Verschlüsselungen oder auch eben Anweisungen, wie umzugehen sei jetzt mit dem Brief, kommen häufig vor. Und wir kennen natürlich auch aus den Quellen diese Zirkel, die sich da bildeten, gerade bei Karl August Fahnang und seinen Freunden, die lasen die sich quasi kultisch vor. Und es war also der Anfang dieses Rahel-Kults natürlich, dass Fahnang also bewundert wurde, ich glaube schon von Jean-Paul, dem er sagte, er hätte 3000 Rahel-Briefe und daraufhin sagte er, Sie sind aber ein reicher Mann, nicht? Also er hat ihn also bewundert, weil er so viele Briefe dieser wunderbaren Frau besaß, deren Ruf ja nicht nur über die Briefe, auch über ihre ganze Erscheinung. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie viele Freunde von ihr aufgeschrieben haben, welchen Eindruck sie machte im Gespräch, nicht? Als Intellektuelle, als Schlagfertige, als witzige Frau, die also sich einmischt, die also auch auf die Nerven gehen kann. Ja? Diese Dinge sind auch in den frühen Texten und auch Memoiren von vielen Zeitgenossen geschildert worden. Ich meine, was die Briefe angeht und was die besondere Intensität und Qualität der Briefe angeht und auch der größere Kreis, dem sie dann vielleicht vorgelesen wurden. Ich glaube, dass es bei Rahel, wenn ich das richtig lese, auch noch einen Tick weiter geht, nämlich dass diese Briefe auch nach dem Gelesenwerden, nach dem Ersteindruck, den sie sozusagen hinterlassen, doch noch wenigstens in Rahels Augen, oder Sie haben es ja eben auch geschildert, die 3000 gesammelten Briefe, noch etwas war, was man eben aufbewahrt, was eben für einen längeren Zeitraum gedacht wurde. Ich habe einen Brief gefunden, eine Stelle gefunden, finde ich ganz wunderbar, an die Freundin Wilhelmine von Boje vom 1. Juli 1800. Da schreibt sie, Adieu und sterb ich, such alle meine Briefe, durch List etwa, von allen meinen Freunden und Bekannten zu bekommen und ordne sie mit Brinkmann. Und verspricht dann, das würde eine Originalgeschichte geben, die außerdem noch poetisch sei. Also ich weiß nicht, wie das ist im Kontext der Zeit. Vielleicht haben das alle irgendwann mal gesagt, die Briefe geschrieben haben. Ich kann es mir so nicht vorstellen, nicht in dieser Intensität. Nicht nur, dass alle Briefe von allen Leuten gesammelt werden. Nein, die sollen auch geordnet werden, damit sie dann eben als ein Kunstwerk dastehen könnten. Wann fängt das an? Oder ist das eigentlich diesen Briefen schon immer, ist das ihr Verhältnis zu den Briefen schon immer? Oder ist dieses Jahr 1800 oder diese Zeit, ist das ein Wendepunkt in ihrer Auffassung, in ihrer eigenen Auffassung, ihrer eigenen Briefe? Also vielleicht ist ein Wendepunkt als Formulierung tatsächlich ein bisschen zu stark, aber ich glaube, die sozusagen Bewusstsein dafür, dass diese Briefe als Texte überlieferungswürdig sind, gibt es sehr früh. Also das weiß man sozusagen aus Briefäußerungen, die vorher schon getätigt wurden. Von daher ist es nicht überraschend, dass das dann auch in dieser Weise formuliert wird. Und ich finde jetzt gerade ganz spannend, diesen Widerspruch einerseits Pauline Wiesel aufzufordern, die Briefe zu vernichten, andererseits zu sagen, bitte sorge dafür, dass alle meine Briefe von allen meinen Freunden eingesammelt werden sollen. Das bezeichnet, glaube ich, ganz gut auch ein bisschen
die Pole, die in der Forschungsdiskussion lange herrschten, zwischen der Frage, ob man diese Briefe, also ob es sozusagen eine Art Autorintention gab oder eine Art Wille zur Autorschaft in den Briefen. Und wir haben sozusagen für die Literaturwissenschaft diese lange Geschichte, dass wir den Brief gar nicht als ernsthaftes literarisches Text, als ernsthafte literarische Textsorte ernst in Betracht gezogen haben. Das heißt, die Briefliteratur war relevant im Hinblick auf Stilideale oder dann eben in Sammlungen wie den Briefromanen oder in den Briefsammlungen von Bettine Brentano beispielsweise. Aber es gibt natürlich jetzt seit einiger Zeit, und das hängt auch mit der Umdeutung der Romantik zusammen, ein Bewusstsein dafür, dass sich in diesen Briefen auch Formen poetischer Subjektivität äußern. Und das ist, glaube ich, das, was Sie jetzt, also mit dem Zitat, das Sie eben angeführt haben, was für Rahel Varnhagen tatsächlich ganz bewusst passiert. Sie spricht von den Briefen als Augenblickporträts. Also es sind Momentaufnahmen, Augenblickporträts, die sozusagen eine situative Zeitdiagnose enthalten, die eben nicht nur subjektiv ist, sondern sozusagen subjektiv geprägt, aber nicht sozusagen individuell in dem Sinne, dass es jetzt um die Privatperson geht. Und das macht, glaube ich, die Überzeugung, oder das gründet die Überzeugung, dass diese Briefe aufbewahrenswert sind. Also es fängt ja schon mit den Wetternotizen an, den berühmten, die immer oft ihre Briefe einleiten, in denen sie also äußerst sprachlich kreativ mit wunderbaren, von der Kickelsonne über, ich weiß nicht was, Plieder, Pladder, schreibt sie einmal, nicht? Da muss sie nicht mal das Wort Regen benutzen. Also sie fasst diese Wetternotizen auch als einfach so einen Einstieg auf in eine situative Schilderung, die sie dann macht. Und dann können wir ja sehen, es sind teils Zusammenfassungen dessen, was sie erlebt hat, teils sind es schon weiterführende Überlegungen. Und wenn wir nochmal auf etwas, was man jetzt akustisch leider gar nicht übermitteln kann, wenn Sie mal das Schriftbild sich anschauen, auch schon das frühe Schriftbild, das ist also hochinteressant. Meiner Meinung nach, es läuft auf das zu, was Karl August Varnhagen später mal über Autografen geschrieben hat, nämlich dass Autografen wie sonst nur noch Porträts des Zeichners oder Malers eine unmittelbarer körperlicher Ausdruck dessen sind, was ein Mensch repräsentieren kann. Und gerade hier auch noch, weil das ja physisch, der Brief ist geschrieben, er ist mit der Hand geschrieben, und gerade bei Rahl kann man diesen physischen Aspekt förmlich sehen. Also wenn man sich die Briefe wieder so jeder Rand ausgenutzt wird, wie unterstrichen wird, achtfach, vierfach, zwölffach, wie drei, vier, fünf Ausrufezeichen hintereinander folgen. Aber das sind ja nur die Extrembeispiele. Wenn man sich anschaut, wie die Schrift alles ausfüllt, man hat den Eindruck, also ich glaube, dass sie eine äußerst bewusste Schreiberin ist. Sie hat eine Form da gefunden. Ich bin jetzt kein Graphologe und kann das nicht aus der Graphologie herleiten. Aber wenn Sie sich die frühen Briefe schon anschauen, da hat sie schon ein ganz großes Bewusstsein dafür. Das ist ihr Medium. Da schreibe ich jetzt alles rein, was mir jetzt im Kopf vorkommt. Und das ist nicht, dass sie denkt, dass flüchtige Dinge, die dann vergessen werden. Überhaupt nicht. Ich glaube, das hat sie als ihr Medium betrachtet. Und eben ganz im Sinne, wie Frau Volkening vorhin es zitiert hat, ich bin so einzig als das größte Erscheinung der Erde. Ich kann mich nämlich verdoppeln und ich kann mich in jemanden reinversetzen. Und ich kann das sogar auch noch in meiner Schrift und in meinen Briefen, in meiner Adresse an denjenigen, den ich jetzt möglicherweise da ansprechen möchte, so formulieren. Das hat sie ja in einem Brief geschrieben. Das ist ja das Spannende auch wieder. Ne? Und es wird ja auch nicht nur das Medium, in dem sie sich so im Privaten oder, wie wir vorhin besprochen haben, halbprivaten ausdrückt, es wird ja dann auch das Medium für ihre Publikationen, die wenigen, die zu ihren Lebzeiten erschienen sind. Also 1812 dann die erste Publikation ist ja auch ein briefliches Gespräch oder wurzelt auf Briefen. Vielleicht darf ich ganz kurz noch nachtragen zu dem, was Herr Gatter gesagt hat, diese wunderbare Wetterstelle oder diese angesprochene Wetterstelle, die hat sie tatsächlich auch genutzt, um die Machart ihrer Briefe als literarische Texte zu beschreiben. Und da gibt es eine ganz wunderbare Beschreibung, die erst eine Wetterstelle enthält und dann auch in dem Sinne, wie Sie jetzt über die
Schreibart, also die sozusagen das Aussehen des Briefes gesprochen haben, die Graphologie, die sozusagen das Wetter in gleicher Weise als Physiognomie sozusagen des Tages nutzt. Und wenn das in Ordnung ist, würde ich das noch kurz vorlesen. Ja, es ist hier noch immer Tauwetter, ohne gefroren zu haben. Einmal den 8. Dezember fiel Schnee, der nicht liegen blieb. Alle Mittag gibt sich die Sonne Mühe, die Sterne des Abends, man sieht sie. Italien, schreien die Leute, sie meinen das Wetter. Sie haben mir gesagt, wie sie meine Wetternotizen finden, ich will ihnen sagen, warum ich sie mache. Gerade aus dem entgegengesetzten Grund, aus welchem die Chemiker es tun, von denen sie mir sprechen. Diese wollen die Methode mit daraus bilden, nach der sie zu verfahren gedenken. Ich aber will, dass es mir helfe, meine unmethodische Verfahrensart zu entschuldigen. Das Wetter hilft die ganze Situation des Tages machen, ja, sie besteht zum Teil daraus. Und hat nun mein Leser die Physiognomie, ich bilde mir ein, es physiognomisch zu schildern, des Wetters in sich aufgenommen, so fasst er die ganze Unregelmäßigkeit meiner Reden leichter und sie erscheint ihm wenigstens mit etwas im Zusammenhang. Ich schreibe nicht ganz ohne Wahl in der Art, wie ich es tue. Ich will nämlich, ein Brief soll ein Porträt von dem Augenblick sein, in welchem er geschrieben ist, und getroffen soll es hauptsächlich sein, so hoch auch Kunstanforderungen an ideelle Veredelung lauten mögen, von denen man allerdings wissen soll, aber nach denen sich zu gebärden, affektiert und leer ausfällt. Also man sieht, glaube ich, sehr deutlich, dass sie sich abgrenzt einerseits sozusagen gegen eine Wissenschaft des Wetters, also das Schreiben sozusagen auf der einen Seite gegenüber dieser wissenschaftlichen Methodik abgegrenzt, sie grenzt sich aber auch ab gegen die ideelle Veredelung des guten Stils. Und es geht genau darum, eine neue Form des Schreibens zu erfinden. Und das ist ganz selbstbewusst gesetzt als neue Form. Und könnte man sich ja vorstellen, dass dann der nächste Schritt in einer Autorenbiografie wäre, dass man sagt, jetzt habe ich ein Vermögen, was ich an mir festgestellt habe. Jetzt gehe ich den Schritt weiter, schreibe vielleicht fiktional, aber mit Rückgriff auf dieses Vermögen, also sprich der klassische Briefroman, der ja in der Zeit keineswegs unüblich wäre. Diesen Schritt geht sie nicht. Warum geht sie den nicht? Was glauben Sie? Was hatte sie kein Interesse am fiktionalen Schreiben? War sie mehr Leserin? Sie. Also als Leserin ist sie ja ganz klar Goethe-Leserin und Goethe ist natürlich auch ein großer Briefschreiber und hat Briefromane, bekanntlich den Werther, geschrieben. Und sie hat also Goethe ungeheuer bewundert. Und zwar nicht nur als Autor, sondern auch, ich glaube, sie hat die Werke, die Goethe geschrieben hat, wirklich auch physisch gelesen. Also wenn man überlegt, dass sie den Tasso Freundinnen empfiehlt, die krank da niederliegen und sagen, hier ist jetzt gerade ein neues Werk Tasso und lies es und du wirst gesund werden. Und die müssen ihr dann schreiben, ja, ich habe es jetzt gelesen und tatsächlich geht es mir auch schon viel besser. Also sie hatte wirklich so ein ganz inniges Verhältnis hierzu. Dass sie selbst nicht Schriftstellerin sein wollte, das ist die Merkwürdigkeit, die aber vielleicht auch etwas mit dieser Spontanität des Briefschreibens zu tun hat. Sie konnte nicht planen. Und es haben ja mehrere, Heine zum Beispiel, von ihr gesagt, sie konnte nicht schreiben, in Anführungszeichen gesagt. Sie konnte nicht ordnen, gliedern und dann ein Essay oder irgendwas. Natürlich hat sie auch Essays geschrieben, das wollen wir mal, hat Literaturkritiken geschrieben, aber die hat sie in ihr Tagebuch gesetzt und nicht etwa veröffentlicht. Sagen wir mal so, wenn ich heute gefragt werde, war Rahl eine Schriftstellerin, die praktisch nicht zu Ehren gekommen ist, dann sage ich oft den Studierenden, Schriftsteller ist ein Beruf, von dem wir vieles hineinprojizieren, was ganz toll ist. Heute ist also irgendwas mit Medien, jeder will es. Aber im Grunde, damals war ein Schriftsteller nicht so ein bewundernswerter Mensch. Das war jemand, der Hochzeitscarmina auf Bestellung schrieb und Flecken am Ärmel hatte. Und es war nicht so, berufliche Schriftsteller war nicht das Ding, nach dem alle strebten. Jedenfalls trotz, nicht Menschen von Geist. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber trotz so Vorbilder eben wie Goethe oder wie bestimmte Autoren, die eben auch in den Periodika Funken schlugen,
Trotz eines, gut, das war später, aber trotz eines Wilhelm Hauff, der den Beruf Schriftsteller ganz neu definiert hat, inklusive gesellschaftlicher Anerkennung. Ja, war etwas später, aber da sagen wir, in Periodika zu publizieren, sie hat sich das gefallen lassen. Mhm. Das mussten aber immer andere für sie tun. Also je andere mussten es zur Redaktion tragen, sagen wir es mal so. Das hat sie sich sehr wohl gefallen lassen und ja sogar ihren Lektoren da Anweisungen erteilt oder mal zu Ludwig Robert geschrieben, sie wäre sehr unzufrieden, dass er da eine Änderung vorgenommen hätte, die nicht in ihrem Sinne wäre. Also insofern hat sie ihr sogar kontrolliert veröffentlicht. Aber das hat sie tatsächlich immer anonym getan, obwohl, soll man auch nicht vergessen, in den Schriftsteller-Lexika noch zu ihrer Lebzeit, ja, Schindel und so, kam sie vor. Sie wurde da genannt als Schriftstellerin, obwohl sie kein Werk in dem Sinne vorzuweisen hatte. Tatsächlich aber wurden ja ihre Texte auch in Periodika veröffentlicht und teilweise auch, sind die auch kritischer Natur und haben möglicherweise auch Wirkung gezeigt. Ich meine, es gibt immerhin Leute wie Börne, die sie aufnahmen und auch da damit arbeiteten. Der andere Punkt ist, dass sie tatsächlich nicht dieses große Werk schaffen wollte, möglicherweise, weil das ihrer Lebensweise, auch dem, was sie darzustellen hatte, nämlich gerade den Konflikt mit ihrer, den sie als Person durchleben musste, mit ihren verschiedenen Rollenzuweisungen, gegen die sie sich wehrte, mit ihrer Bemühen, sich irgendeinen Platz für sich in der Welt zu finden. Das wollte sie thematisieren und dafür gab es nicht die Form. Jedenfalls fand sie sie nicht. Eine Romanform oder eine Werkform, die dann eben als ein solides, schönes, kleines Buch sich dann zeigt und das dann analysiert werden kann. Nein, das war ihre Sache nicht. Daher denke ich, dem stand dieses Spontane, was Sie gerade Frau Volkening erwähnt haben, entgegen. Und dieses Situative, das ist ein sehr gutes Wort dafür, meine ich. Also ich glaube auch, es ist schwierig jetzt natürlich zu spekulieren, warum ist das nicht passiert. Und aber es ist, also gerade die letztgenannten Punkte sind scheinen mir wichtig zu sein für die Frage, warum wir keine fiktionalen Texte haben, wenn man es mal so sagt. Ich würde sagen, Schriftstellerin ist sie. Also dazu sind die Texte zu sehr auch auf Form hingeschrieben oder beziehungsweise mit einer Formreflexion geschrieben. Und die knüpft aber eher an diese sozusagen fragmentarischen Formen der Frühaufklärung an, als an den Briefroman. Und in diesem Sinne sind es alles auch literarische Texte oder im weitesten Sinne literarische Texte, aber eben keine fiktionalen Texte im engeren Sinn. Und das... Ich glaube schon, aber dass auch in dieser Position der Beobachterin was Interessantes oder was Wichtiges auftaucht, also dass diese Beobachtungsposition ihr die Möglichkeit gibt, diese Exzentrizität, die sie hat zur Kultur, die eben aus ihrer Situation als Jüdin, als Frau um 1800 resultiert, dass die ihr in diesen Momentaufnahmen, in diesen Augenblicksdarstellungen sozusagen am besten einzufangen war. Also das ist eben auch eine also all das, was wir heute diskutieren unter dem Banner der Identitätspolitik, das hat sie natürlich eigentlich um 1800 auch massiv betroffen. Und es gibt auch da kaum eine Form, das in einer Weise darzustellen, wie beispielsweise der Bildungsroman die Geschichte der männlichen bürgerlichen Individuation darstellen kann. Diese Formen stehen nicht zur Verfügung. Aber ich wiederhole eigentlich nur, was Herr Gatter gesagt hat. Gut, man könnte natürlich auch auf Schriftstellerinnen der Zeit verweisen, die also, was weiß ich, Helmina von Chesy oder es gibt ja eine ganze Reihe von, mit denen sie auch gut bekannt war, die eben einen Lebensentwurf gewählt haben, der ebenfalls von Netzwerken bestimmt war, von ausufernden Freundschaften, von engen Kontakten zu bedeutenden anderen Menschen und daraus aber eine Schriftstellerinnenkarriere dann eben draus erwuchs. Aber das war in der Tat natürlich ein völlig anderer Ansatz und auch von vornherein einfach das Fiktionale, also das Interesse am fiktionalen Schreiben. Ich würde gerne auch nochmal eine Frage stellen, die mich, also gerade weil mich dieses Situative wirklich auch sehr interessiert hat, Frau Volkening. Wie sagen Sie denn oder was sagen Sie zu der Frage, wie man denn Rahl lesen sollte? Ich finde das Spannendste an sich jetzt auf unserer Seite. Wir haben jetzt also diese Texte, wir haben die Wetternotizen, wir haben die Spontaneität und die Physiognomie. Haben wir die Empfänglichkeit dafür? Kriegen wir diese Physiognomie noch wahrgenommen? Ist das noch für uns möglich? Oder wie sehen Sie das? Ich habe mit Bewusstsein
in dem Einleitungstext gelesen, den wir hier als Ankündigungstext hatten, habe ich diese Goethe-Stelle gelesen, wo Goethe sagt, Rahls Briefe hatte ich neben mir liegen und wollte sie lesen, das wollte erst nicht gehen. Und ausgerechnet Goethe, der ja nur ein Vielleser war. Und dann habe ich aber immer wieder mal reingeschaut und am Ende doch noch wurde ich neugierig genug, um von vorne bis nach hinten zu sehen, diesen eigenen Gang dieses Geschöpfes in der Welt. Wie sehen Sie das? Also wie lesen Sie Rahl? Ich kann Goethe gut verstehen. Ich finde, kann gut verstehen, sozusagen, dass diese Briefe eine gewisse Hürde darstellen. Und ich habe auch überlegt, also wir planen gerade tatsächlich das kommende Semester und ich dachte, eigentlich wäre das so schön, mal ein Seminar zu ihr zu machen. Und ich weiß gar nicht, wie wir sozusagen diese Art Text, Universum, wenn ich das mal so nennen darf, oder Text, Konglomerat, wie wir das sozusagen in einen Lehrplan packen sollten, der dann irgendwie in unseren Seminartaktungen und in die aktuellen, sozusagen gemessenen Arbeitseinheiten für die Studierenden passen soll. Und dann, ich glaube, also erstmal würde ich sagen, wenn man die Person interessant wird oder wenn man die Figur interessant wird, irgendwo anfangen. Ist fast egal wo. Aufblättern, reinlesen, gucken, wo bleibe ich hängen, welche Briefe interessieren mich. Ich finde, dass die, ich bin sehr dankbar, dass es die wissenschaftlichen Editionen gibt, die ja seit einigen Jahren jetzt erscheinen und die ermöglichen uns eine Auseinandersetzung mit den Texten. Und es ist aber tatsächlich so, dass diese Auseinandersetzungen immer eine gewisse Intensität haben, weil die Barrieren vielleicht größer sind als bei anderen sozusagen etablierteren Autoren der Zeit, in denen wir einfach da ist sozusagen alles schon so durch Kommentare umstellt, dass wir relativ schnell da reinkommen. Das ist bei ihr nicht unbedingt der Fall. Für mich war der Einstieg tatsächlich während des Studiums waren Textsammlungen, also Auswahlanthologien. Und vielleicht ist das kein schlechter Einstieg, um neugierig zu werden. Das Buch des Andenkens ist jetzt ja seit einigen Jahren in neuer Edition voll verfügbar. Das ist natürlich auch ein guter Einstieg. Ich finde auch, als sozusagen Hannah Arendt-Leserin nach wie vor die Hannah Arendt-Autobiografie, wie ich sie lese, über Rachel Farnhagen, Geschichte einer deutschen Jüdin der Romantik, einen guten Einstieg, weil Hannah Arendt also wahnsinnig viele Briefstellen zitiert und wir dadurch sozusagen eine Art chronologischen Durchgang durch verschiedene Briefe machen. Aber natürlich ist das ein Porträt, das eine bestimmte Fragestellung in den Mittelpunkt rückt. Ich glaube, man muss sich einlassen und man kann sie sporadisch lesen, man kann sie in Auszügen lesen, man kann sie momenthaft lesen, so wie die Briefe geschrieben sind. Und es gibt durchaus Briefe, die eine bestimmte Stärke oder Kraft haben, die diese Einzellektüre vertragen. Weil man kann aber natürlich auch sich darauf einlassen und eintauchen und die Briefe im Zusammenhang dann verfolgen. Herr Gatter, Rahl war ja nicht nur eine große Schreiberin und Briefempfängerin und eine große Lesende. Nein, sie ist auch gereist und nicht so knapp. Unter anderem verbindet sie auch mit Frankfurt eine Geschichte. Ich glaube, Sie haben sich näher damit beschäftigt. Genau, auch in der Vorbereitung zu diesem eigentlich ja als Veranstaltung geplanten Gespräch hatte ich mir einiges gerade über Rahl in Frankfurt versucht. Und das ist auch eine Art Leseweise, nicht? Man kann zum Beispiel mal sich heraussuchen, was hat Rahl so in Frankfurt erlebt? Und man stößt da auf ganz interessante Dinge. Manche liegen offen zutage, anderes muss man sich, das ist nun mal bei Rahl so, mühsam zusammensuchen aus verschiedenen Editionen oder auch aus nicht ediertem. Heute gibt es vieles online, wir haben die Möglichkeit. Und dann haben wir ja auch die wunderbare Rahl-Edition, die es schon mal in 86 gab, wo also zumindest mal ein Register für große Textblöcke vorhanden ist. Und da lese ich auch immer wieder gerne drin. Und da sind mir verschiedene Geschichten auch im Zusammenhang mit Rahls Aufenthalten in Frankfurt aufgefallen. Sie war zuerst hier in den Jahr 1815. Es war die Zeit, als Farnhagen noch nicht Diplomat war. Er war ja nicht als Diplomat am Wiener Kongress, sondern mehr oder weniger als Sekretär des Hardenberg. Dann kam
noch 1814 Napoleon zurück aus Elba und der Krieg ging wieder von vorn los. Er musste wieder einrücken mit seinem obersten Tettenbauern, Terappel durch die Normandie reisen und kam schließlich nach Paris und wollte eigentlich unbedingt, dass Rahel nachkommt. Aber sie blieb lieber in Frankfurt, hatte Sorgen vor den Zeitläuften. Tatsächlich war immer wieder von Scharmützeln die Rede. Es gab bonapartistische Freischärler, die in den Dörfern möglicherweise das auch unsicher machten, die Reisen. Also dass sie hat darauf verzichtet, hat sich dann hier in Frankfurt im Haus des Gesandten Otterstedt oder in einem von Otterstedt besorgten Haus eingerichtet. Hier hat sie Goethe ja im Negligé begrüßt, wie man immer hört und sagt, es war wahrscheinlich ein Hauskleid. Als Goethe eigentlich Karl August Farnhagen besuchen wollte und dann auf sie gestoßen, haben sie sich unterhalten. Und hier hat sie ja auch Goethes Kutsche gesehen. Und sie hat aber auch noch ganz andere Dinge erlebt. Eine Sache, die, also ich will noch auf weitere Aufenthalte in Frankfurt eingehen. Sie kam wieder hierher 1816 beim Beginn des Deutschen Bundes. Das war so eine, wie sagen wir, in frühen Zeiten mal die EU-Kommission, etwas, was dieses Deutschland repräsentieren sollte, mit Gesandten aus 32 Bundesstaaten, die sich also hier in Frankfurt im Deutschen Bundestag, wie es damals schon hieß, auf eine gemeinsame Politik einigten. Und das war genauso schwierig, wie wir es heute in Europa kennen. Und hier haben Schlegel, hat sie hier wieder gesehen, die Caroline von Humboldt und Wilhelm von Humboldt. Und sie hat von Gens gehört, was er so in Wien macht. Schlegel war damals österreichischer Gesandter, Wilhelm von Humboldt war preußischer Gesandte. Und Regina Froberg war da, die Marianne Saling ist hier durchgekommen. Kurz, sie hatte eigentlich ihren alten Freundeskreis wieder eine Zeit lang für einen Moment mal hier. Und genau in dieser Situation geschah ihr nun, dass Caroline von Humboldt ihr das Du entzogen hat, mit der sie nun wirklich immer sehr gut befreundet war. Man kann das ja auch im Briefwechsel nachvollziehen, dass sie sehr, sehr innig miteinander geschrieben haben, als Rahl auch in Prag war und Caroline von Humboldt in Wien. Und dann kommt sie plötzlich auf sie zu. Erst redet man nur Französisch und dann spricht sie Deutsch und nennt sie sie. Und das hat sie als sehr, sehr beschämend empfunden. Und das ist so die Zeit, in der sich plötzlich auch Rahl wieder auf ihr Judentum zurückgestellt fühlt. Denn Caroline, das wissen wir leider heute aus den Briefen, hat ganz heftige Aversionen gegen Juden gehabt. Und besonders auch in dieser Zeit. Es ist die Zeit dieser neuen Deutschtümelei. Und das hat sich eben in Frankfurt abgespielt. Eine Person, die in der Geschichte heute nicht mehr bekannt ist, der Friedrich August von Flemming, ein Legationssekretär, der war Sekretär Humboldts, der hat sogar in der Zeit den wahnsinnigen, also die folgende Sache erlebt. Der sollte Diplomat werden in Südamerika, hatte aber kein Geld und keinen Vorschuss und wollte sich bei Rothschild was leihen. Und dann hat der alte Rothschild zu ihm gesagt, ich bin bereit, wenn Sie das so sagen, Ihnen das zu glauben, wenn das der Herr von Humboldt bestätigt. Ja, ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen. Und daraufhin hat Flemming gesagt, ja, natürlich kennen Sie mich nicht, denn ich esse nicht bei Juden. Das ist Rahl zu Ohren gekommen. Und das hat sie auch schwer getroffen. Und sie hat dann gesagt, das muss dem Flemming angekreidet werden. Später wiederum, als sie in Berlin zurück ist, 1823, hat sie diesen Flemming eingeladen. Inzwischen war er Gesandter in Neapel gewesen, spielt die Gitarre und Rahl hatte einen ihrer musikalischen Salons, wo sie also nicht selber mehr spielte Klavier, sondern Jeanette Bürde spielte hier und die berühmte Sängerin Anna Milder aus Österreich hat, die also Beethovens erste Leonore war, die hat hier gesungen und da lud sie also nun diesen Flemming ein und zwar mit dem ausdrücklichen Bemerken, ich habe eigentlich keinen Grund dazu. Und es muss dann zu einem Gespräch gekommen sein, das ist nicht mehr nachvollziehbar, aber es gibt einen Brief, in dem Farnhagen sagt, weil sie wiederum mit den Humboldts mal zusammenkam kurz danach und die plötzlich ganz, ganz freundlich zu ihr sind, vor allem auch Humboldts Töchter und Farnhagen sagt dann, das ist bestimmt, weil du dieses Gespräch mit Flemming hattest. Und ich kann mir nur vorstellen, dass Flemming hier den Kopf gewaschen bekam. Jahre später ist dieser Flemming verstorben. Er war sehr früh gestorben, 1827. Und jetzt plötzlich konnte Farnhagen ihr auch schreiben. Er besuchte das Grab, weil er zufällig dort war, in Westfalen. Und hat dann gesagt, ich habe auch deinen Namen gerufen am Grab, denn er war ja doch einer der unseren. Das kann man sich nur so erklären, dass sie sich dieses Antisemitismus sehr bewusst war und den auch aufgegriffen hat. Also sowas verbindet sie eben auch mit Frankfurt, dieses Zurückgeworfenseins wieder auf ihr Judentum, das sie eigentlich
glaubte, abgelegt zu haben. Durch die Taufe 1814. Warum hat sie sich taufen lassen? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Mit Sicherheit kann man sie nicht beantworten, wenn man sagt, naja, sie wurde Gesandtenfrau und musste das. Ja, es ist selbstverständlich so, dass diese Taufe gar nichts bedeutet. Sie war trotzdem Jüdin. Sie wurde als Jüdin angesehen. Es kam sofort, gerade von Wilhelm von Humboldt, Kommentare wie, es gibt nichts, was der Jude nicht erreicht. Nun ist die kleine Levi noch Gesandtenfrau geworden. Und solche Bemerkungen lassen ja wieder darauf schließen, dass im Grunde das hier eine Zuschreibung stattfindet. Was sie selber, wie sie mit ihrem Judentum umging, können wir aus ihrer Lebensgeschichte und auch aus ihren Briefen ersehen. Noch eine Geschichte aus Frankfurt. Im Jahr 1815 ist sie in Frankfurt und hört von dem Fall der Helene Geier. Das ist eine junge Jüdin hier gewesen, die sehr engagiert war und als Unternehmerin tätig war, einen Schreibwarenhandel führte. Aber ihr Laden war verschuldet, sie ging bankrott und musste in Schuldhaft. Da ist also Rahl hingegangen, hat bei Rothschild angeklopft, hat bei den Adolf Herz angeklopft, einen Bekannten von Karl August Farnhagen, von der Fanny Herz, einen Sohn. Und hat noch andere aufgerufen, dieser Frau zu helfen, hat Geld gesammelt für sie. Und er hat es geschafft, sie aus der Schuldhaft zu befreien. Und das Spannende ist, diese Mademoiselle Geier heiratete später einen gewissen Brettenheim aus Kleve, hat dann weiter das Schreibwarengeschäft geführt. Das hat nicht der Mann inne gehabt, sie war Geschäftsführerin. Und hat dann 1819, als die Farnhagens wieder nach Berlin zurückkehrten, Farnhagen wurde von seinem Posten als Gesandter abberufen in Baden und sie mussten zurück, da haben sie wieder in Frankfurt Station gemacht und hier hat sie Börne kennengelernt, durch diese Dame, der sie damals geholfen hat. Also man sieht, die vielen Kontakte, die sie hatte, kann man nachvollziehen. Das ist eine spannende Leseweise dieser Briefe, sich einmal am Faden einer solchen Geschichte durch die ganzen Briefwechsel zu lesen. Man muss natürlich viele Register aufschlagen und man muss auch mal in die Tagebücher des Farnhagen gucken. Und man kommt dann doch auf ganze Erzählstränge, die sich also wunderbar die ein wunderbares Beschäftigungsfeld darbieten. Ich kann das jedenfalls nur allen Studierenden empfehlen, sich auch mal in dieser Weise den Sachen zu nähern. Frau Volkening, wir haben es natürlich permanent damit zu tun, auch in der Diskussion bisher, was für Bilder Rahel von sich selber erzeugt, was für Bilder von außen an sie herangetragen werden, was für Identitäten ihr zugeschrieben werden. Und ich glaube, das meiste für das Bild, das die Nachwelt von ihr hat oder haben kann oder gewinnen kann, hat sicherlich ihr Witwer zu verantworten. Er hat dieses Bild geformt. Rahel, das Buch des Andenkens für ihre Freunde, ist ja 1833 erstmal als einbändiger Privatdruck erschienen. Gar nicht regulär für den Buchhandel. Ein Jahr später dann auf 3 Bände erweitert und offiziell sozusagen zu bekommen im Buchhandel. Wie kam es dazu? Wie kommt jemand, der mit einer bedeutenden Frau verheiratet ist, ihren Briefnachlass sichtet, dazu so rasch ein solches Werk erst für die Freunde und dann für die ganze Welt sozusagen herauszugeben? Die Pläne zur Herausgabe des Bandes hat sie ja durchaus noch mit begleitet in ihren letzten Lebensmonaten. Und die Idee dieses Buches gab es sozusagen vorher. Und sie hat, glaube ich, mit Farnhagen eine Person gefunden, die tatsächlich die Wertschätzung für ihr eigenes Schreiben, für ihre eigene Position und für diese außergewöhnliche Art, selber ein sozusagen Textwerk in diesen Netzwerken zu etablieren, die diese Wertschätzung durchaus hatte und die dann direkt eingestiegen ist in die oder diese Arbeit fortgesetzt hat nach dem Tod. Und für die sozusagen genaue Erarbeitung, glaube ich, da ist Herr Gatter sicherlich der bessere Spezialist und kann auf die Frage noch genauer antworten. Also ich kann es auch nicht genau sagen, aber es gibt einen ganz bezeichnenden Briefwechsel zwischen
einerseits Karl August Varnhagen und auch Rahl Varnhagen mit Ottilie von Goethe und mit Goethe. Es gibt diesen Zeitpunkt, als Ottilie von Goethe in Berlin ist, besucht sie Rahl und man hat viel miteinander gemein und auch unternommen. Und nun geht es da um ein Manuskript. Das soll Ottilie mitnehmen und eben dem alten Goethe, dem Vater, wie er immer genannt wird, obwohl Ottilie ja seine Schwiegertochter war, aber sie soll es dem Vater praktisch auf den Nachttisch oder Schreibtisch legen. Und ob die sich nicht trauen, auf jeden Fall nimmt Ottilie das Manuskript zunächst nicht mit und bekommt es zunächst nicht und es wird ihr nachgesandt von Karl August. Und nach dem, was da inhaltlich genannt ist, da ist der Veitbriefwechsel schon drin, da sind auch eine ganze Reihe anderer Sachen schon drin. Das ist jetzt nicht irgendein Manuskript, das sie mal schon veröffentlicht hatte, sondern das ist offensichtlich ein ganzes Konvolut von ihren Briefen. Ich vermute, das ist 1826, dass es eine Vorform dieses Buch des Andenkens ist. Und tatsächlich hat Ottilie das ja dann gemacht, dann mit den bekannten Folgen. Ich habe es vorhin zitiert, dass Goethe erst nicht reingucken wollte, aber dann doch also beeindruckt war von diesem Manuskript. Und das hat sie auch als eine Art, ja, sie hat das ja immer genannt, das ist mein Adlerorden, das ist mein Adelsstand, dass Goethe meine Sachen liest. Denn ihr war es ganz wichtig, dass diese Briefe Goethe irgendwann erreichen, in Form eines Manuskripts oder in Form wie auch immer. Andererseits hätte sie es nie selbst getan. Das ist dann so ihr auch sehr ambivalentes und kompliziertes Verhältnis zu diesem großen Leitstern ihres Lebens. Sie wollte ihn auf keinen Fall behelligen, wie eine Autorin, die jetzt nun sagt, ach, bitte empfehlen Sie doch mich weiter oder so. Das war gar nicht ihr Ding. Sondern diese Art hat ihr vielleicht sogar ganz gut gefallen, dass es auf Umwegen über die Ottilie von Goethe geschah. Und auch der Brief Goethes ist nicht an Rahl gerichtet. Er ist wiederum an Ottilie gerichtet, die es aber ausdrücklich weitergeben soll nach Berlin. So dieses über Ecken publizieren, das erschien möglicherweise ihr als die beste Form, auch mit ihrer Schüchternheit, aber auch mit ihrem Anspruch umzugehen. Denn sie hat ja gleichzeitig bedeutet, dass sie einen sehr, sehr hohen Anspruch hat. Sie möchte Goethe durchaus auf Augenhöhe begegnen. Vielleicht ist interessant auch noch zu bedenken, dass in derselben Zeit, in diesem selben Jahr, Goethe sich anschickt, die Briefe, seinen Briefwechsel mit Schiller herauszugeben. Und das war auch schon damals eine etwas skandalträchtige Geschichte, denn es waren ja immerhin Briefe, die auch manches Persönliche ansprachen. Und es wurde auch entsprechend von Kritikern, durchaus auch Romantikern, kritisiert. Ich glaube, August Wilhelm Schlegel hat dann ganz dumme Witze und Verse darüber geschrieben, über diesen Briefwechsel, der doch ungeheuer viel Interessantes enthält. Es war aber eben noch fast ungewöhnlich, dass Briefe eines in dem Fall wurde gesagt, gut, das sind jetzt zwei Huronen der Literatur, wenn die ihre Briefe rausgeben, darf das sein, aber es wird immer kritisiert, da ist zu viel Alltag drin, da wird dann geschrieben, ich kann heute nicht ins Theater, bitte schick mir die Kutsche und solche Sachen, das ist doch uninteressant, da sollen natürlich nur die idealen und wunderbaren Sätze drin stehen über die Ästhetik und wie man ein Schauspiel baut und so, aber das war eben auch noch etwas, was in Rahls Briefen unbedingt noch bedacht werden muss. Es ist ja ungeheuer viel Alltagsgeschichte darin. Auch da kann man, glaube ich, heutigen Leserinnen und Lesern nur empfehlen, wer eine Zeitreise buchen will ins 19. Jahrhundert, der muss sich mal mit diesen Briefen beschäftigen. Das ist wie eine Eintrittskarte zur Zeitmaschine. Allein jetzt in letzter Zeit hatte ich zu tun mit Rahls Küche. Da wurde ich angefragt, was gibt es denn für Rezepte? Was hat sie denn eigentlich gekocht? Weil eine Dame in Berlin macht so ein Catering, da kann man sich ein Paket mit Rahls Menü zusammenstellen. Und dann habe ich das mal alles rausgezogen. Und das sind ungeheuer interessante Sachen, auch wo sie einkaufte, was es überhaupt gab, was sie sich angestrichen hat in Rumors Geist der Kochkunst. Da ist dann diese Dame auf meinen Rat noch in die Staatsbibliothek gegangen, hat sich das abfotografiert und hat diese ganzen Anstreichungen, die Varnhagen, Rahl machte Anstreichungen in ihre Bücher mit Bleistift. Aber aus Angst, das könnte der Nachwelt verloren gehen, indem diese Bleistiftsachen ja dann irgendwann mal möglicherweise zerbröseln, hat Varnhagen sie mit schwarzer Tusche nachgezogen. Und nun ist also meine Gewährsfrau in Berlin in die Staatsbibliothek gegangen, hat ihr Exemplar, ein modernes Exemplar von Rumors Geist der Kochkunst genommen und hat all diese schönen Anstreichungen übernommen und kann jetzt also daraus ersehen, was Rahl allein gekocht hat. Nur als Beispiel mal, wie man mit diesen Sachen umgehen kann. Heute. Aber glauben Sie, dass dieses Buch, die Frage geht jetzt an Sie beide, dieses Buch, was er ja da eigentlich nie zu Ende gebracht hat. Er hat ja die zweite erweiterte Auflage rausgebracht, ein Jahr später, und hat dann sich sofort an die, oder nicht sofort, aber hat sich dann im Laufe der Zeit an die dritte, noch viel mehr erweiterte Ausgabe gemacht, die ja dann eben erst vor wenigen Jahren
gedruckt erschienen ist. Er hat doch dieses Buch nicht zusammengestellt, diesen Briefband, damit wir, so interessant das auch ist, Rahels Küche besser kennenlernen. Was war der Impetus? Warum? Und warum auf diese Weise? Also was interessant ist an dem Buch ist, dass es natürlich versucht, ein Werk zu schaffen, das eigentlich nicht da ist. Also wenn wir das sozusagen so als Spannungsfeld thematisieren können. Es ist sozusagen das Grand Œuvre und es ist aber eben nicht das Hauptwerk, aber es ist nicht, also dieses Hauptwerk gibt es eigentlich nicht, sondern das zersplittert ja in dialogische Folgen, wobei dann eben die Dialoggegenseite hier in diesem Text nicht auftaucht. Und das geht durchaus sozusagen mit konform mit dann im 19. Jahrhundert einsetzenden Beschreibungen von Rahel als sozusagen zweites großes Individuum der Epoche. Also so wird sie ja von einigen Beobachtern, Lesern dann wahrgenommen. Also es gab zwei große Individuen. Goethe das eine, Rahel das weibliche Gegenstück. Das ist sozusagen eine Rezeptionsform, die damit auch vorgebahnt wird. Ob man das sozusagen rückrechnen kann auf die Intention, da wäre ich dann wiederum vorsichtig, ob das sozusagen schon Programmatik war, hier diese Art auch biografistische Lesart in den Vordergrund zu rücken, da das weiß ich gar nicht. Aber ich würde noch mal sagen, das Interessante ist tatsächlich an den Texten, wie Herr Gatter gesagt hat, dass es so unterschiedliche Möglichkeiten gibt, lesend mit ihnen umzugehen. Also das heißt, Sie können sie auf die ästhetische Form hinlesen oder auf die spezifische Artikulation von Subjektivität, die in ganz vielen Punkten auch frühromantischer Programmatik entspricht. Sie können sie lesen damit als Vorläufer der Moderne, auch moderner Form des Schreibens. Sie können sie aber auch lesen als Alltagsdokumente des 18. Jahrhunderts und können eben genau diese Informationen herausziehen. Und diese Heterogenität der Texte, würde ich sagen, ist das, was sie so interessant macht. Was die Frage aber nach der Beantwortung, sozusagen, was ist das zentrale Anliegen der Edition, auch wiederum schwierig macht. Und dass Farnhagen fast programmatisch das Hyperion-Zitat davor setzt, still und bewegt. Also ob man das als einen Hinweis auf einen hier zu schaffenden Briefroman um die Ecke sozusagen auffassen kann? Oder ist das kein Hinweis auf die beabsichtigte Form? Oder geht das zu weit, wenn man es so interpretiert? Was meinen Sie? Ich habe dieses Motto eigentlich immer auf Rahel selbst bezogen, als wäre es so ein vielleicht eine verdichtete Charakteristik. Aber genau weiß ich auch nicht. Wenn Sie aber nach dem Buch fragen, welcher Intention ihm zugrunde liegt, auf jeden Fall das der Wertschätzung dieser Briefe. Das ist das Erste und was Farnhagen immer intendiert hat, diese Briefe zu retten. Er hat ja sogar gesagt, und welcher Mann sagt das schon zu einer schreibenden Frau, das Beste, was ich geschrieben habe, stammt von Rahl oder ist an sie gerichtet oder ist über Rahl. Was ich sonst geschrieben habe, mag als Beigabe gelten. Aber es gibt auch eine andere Äußerung, die wiederum zurückverweist auf was wir vorhin gehört hatten, nämlich da suche alle meine Briefe und stell sie zusammen von allen meinen Freunden. Denn Farnhagen hat mal später gedacht, er hat dann angefangen, sehr spät eigentlich erst, nicht nur Nachlässe, die ihm halt privat zur Verantwortung übergeben worden waren, auch von Ludwig Robert und von anderen, zu sammeln, die ja eher seine persönlichen Briefe sind. Er hat angefangen, eine Autographensammlung, auch von ihm unbekannten Personen, Autographen zu sammeln. Das begann im Jahre 1841, recht spät eigentlich, also schon 7, 8 Jahre nach Rahls Tod. Und diese Autographensammlung mit von und über Briefen von 9000 Personen. Die ist meiner Meinung nach mit der gleichen Intention wie das Buch des Andenkens, um Rahls Briefe zu retten. Ich denke oft, er hat diese ganzen Briefe noch drumherum gelegt und da sind Goethes Briefe dabei, da sind Briefe fast aller wichtigen Schriftsteller des 19., auch des 18. Jahrhunderts, von den Aufklärern angefangen und bis hin in die Vormärzzeit, in die 48er Zeit. Da sind also, wenn man so will, ist dieser Korpus,
so entstanden, um auch diesen Glutkern der Rahlschen Briefe wirklich über die Zeit zu bringen. Denn es gibt natürlich ansonsten kaum einen Briefwechsel von einer Frau, der so reich ist, so reich überliefert ist. Wie viel ist da untergegangen? Und auch die Briefe ihrer Freundinnen sind alle dort. Sind ja, Rahl selbst hat eine große Sammlung gehabt, denn sie hat ja die an sie gerichteten Briefe auch behalten. Das ist wieder das andere Phänomen. Und er hat sich bemüht, diese Briefe alle einzusammeln. Und das ist, denke ich, mir die Wertschätzung zunächst mal für dieses Schreiben überhaupt. Und eine Form musste es finden, denke ich, um überhaupt erst bekannt zu werden. Und so hat er es in dieser Form überführt. Aber wir sind ja heute frei und können ganz andere Editionen machen, wie diese neue Buch des Andenkens. Oder wir können historisch kritisch die Briefe in der Orthographie drucken, auch wenn sie dann schwerer lesbar sind. Also die Freiheit haben wir. Und es war ein Ansatz und er hat sie einmal in der Literaturgeschichte verankert. Und ich glaube, das hat er auch nochmal spät gesagt, dass ihm das gelungen sei. Das würde er an sich eigentlich am besten finden. Alles andere wäre nicht so bedeutend. Nun ja, also er hat es jedenfalls geschafft, dass uns Rahl van Hagen heute noch ein bekannter Name ist. Und von wie vielen Schriftstellern kann man sagen, dass man ihren 250. Geburtstag feiert? Den 100. wird häufig gefeiert, der 150. vielleicht noch, 250. Da sind schon viele, viele vergessen. Und so kommt wieder auch etwas zum Tragen, was van Hagen schon zu Lebzeiten noch gesagt hat. Ich glaube, zu Lebzeiten Rahls schon, dass man wie Leibniz'sche Briefe eines Tages diese Briefe sammeln wird. Wie die des großen Philosophen und Gelehrten Leibniz wird man eines Tages alle Briefe Rahls überall versuchen zu sammeln, und tatsächlich, er hat die meisten gesammelt, darauf war er sicher sehr stolz. Frau Volkening, ich glaube, eine ganz wichtige Etappe dafür, dass wir den 250. Geburtstag heute noch feiern, abgesehen natürlich von der Sicherung der Textgrundlage, ist die Rezeption, dass die ja nicht abgerissen hat. Und ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts kommt es zu einer ganz erstaunlichen Renaissance. Ja, das ist absolut richtig. Das ist sehr interessant, dass wir Anfang des 20. Jahrhunderts, das heißt mit dem Zugang der Frauen zu den Universitäten, eine ganze Reihe von promovierenden Frauen finden, die sich mit Rahl van Hagen auseinandersetzen. Und das sind einerseits Germanistinnen, das sind aber auch sozusagen auch die Biografie oder die Geschichte, Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin von Hannah Arendt, ist als Qualifikationsschrift in den Anfang der 30er Jahre begonnen worden. Und dieses Interesse an Rahl van Hagen hängt, das kann man anhand der Texte sehr gut nachvollziehen, wenn man sich diese Dissertationen anschaut, wenn man sich die Biografien anschaut. Auch gibt es einzelne Essays von durchaus renommierten Forscherinnen, also beispielsweise Ellen Key, die eine große Biografie schreibt. Also wir haben sozusagen ein ganz großes diskursives Feld Anfang des 20. Jahrhunderts. Und was sehr deutlich ist, ist, dass die in Rahl van Hagen einen Gegenstand finden, in dem sie ihre eigene Situation, also ihre eigene Exzentrizität spiegeln können. Also das heißt, ihre eigene neu gewonnene Position an den Universitäten quasi in dem Gegenstand ihrer Dissertation nochmal reflektieren können. Also in fast allen diesen Texten spielt dieses Verhältnis von Humanität, also sozusagen abstrakter Humanität als allgemeines Ideal, Frau sein und Jüdin sein, eine ganz große Rolle und wird Gegenstand oder wird Thema in diesen Texten. Und das trifft zusammen mit einer, wenn man so nennen will, biografischen Mode in der Germanistik des frühen 20. Jahrhunderts oder der Jahrhundertwende, und sind Gegenstand und Methode sozusagen sehr eng verwandt. Und dadurch wird Rahel van Hagen in dieser Generation ganz relevant. Und dann kommt es eben im Zuge der zweiten Frauenbewegung zu einer Wiederentdeckung der Schriftstellerin und einer ganzen sozusagen neuen Generation von Akademikerinnen, die sich dann ausgehend von den eigenen politischen Forderungen, von den eigenen sozusagen Verortungen innerhalb der Gesellschaft wieder Rahel zuwendet. Und so gehört sie tatsächlich auch eigentlich bis in die Gegenwart zu einer der meistgelesenen Autorinnen der Romantik.
Ja. Ich würde es gerne noch ergänzen wollen, um einen Punkt, der manchmal übersehen wird. Um 1900 ist Rahl tatsächlich auch weltliterarisch geworden, denn wir haben eine englische Biografie von Case Vaughan Jennings, wir haben das Buch von Ellen Key, einer Schwedin, das auch ins Amerikanische, in Amerika erschienen ist, ins Englische übersetzt wurde. Wir haben Jean-Édouard Sponlé, einen Preisträger in Frankreich, der hat auch einen Literaturpreis gewonnen damit, der eine französische Biographie Rahls geschrieben hat. Clara Malraux, die jüdische Ehefrau des André Malraux, die aus Deutschland stammte, hat auch in Französisch eine Biografie abgeliefert. Also es ist eine Autorin, die jedenfalls in den Weltsprachen zugegen ist. Und vielleicht noch eine Ergänzung noch zur akademischen Rezeption. Gerade um 1900 erscheint eine unendliche Fülle von kleinen Florilegien, eben diesen Auswahlbändchen. Da kann man so viele nennen, Augusta Wedler Steinberg, Hans Landsberg, Bertha Bart Strauß. Es gibt unendlich viele kleine Sammelbände. Und ich denke mir, viele junge Jüdinnen in Deutschland hatten sich diese Bücher auf dem Nachttisch gelegt und haben vielleicht geträumt von dieser möglichen christlich-jüdischen dieses mögliche Zusammenleben, dass das ein auch ihnen mal vielleicht möglich sein wird, einen Salon zu führen oder dass sie Geister zusammenbringen. Und ich glaube, in ihren problematischen Teilen ist die Arbeit von Hannah Arendt ein Weckruf an diese Frauen gewesen. Glaubt nicht an dieses schöne Versprechen der Emanzipation. Das ist ja im Jahre 1930, 31, 32 längst fragwürdig geworden. Und ich denke, schon damals hat Hannah Arendt diesen sehr scharfen Ton, den sie da annimmt, zu dem sie dann auch manches Historische nicht immer so ganz richtig wiedergibt, angenommen, auch um Rahl zu kritisieren, auch da nicht immer ganz dem Historischen richtig, aber im Grundsatz hatte sie völlig recht zu sagen, wacht auf, diese Idylle des Biedermeier gab es so nicht oder gibt es nicht mehr und ihr müsst jetzt andere Wege gehen. Und ich denke, so habe ich Hannah Arendt immer verstanden, dass das also ein polemisches, ein scharfes Buch ist, heute mit einem Abstand zu lesen, selbstverständlich. Also wir haben im Prinzip mehrere Positionen, aber zwei, die man vielleicht sozusagen in diesem Feld markieren kann. Hannah Arendt haben Sie jetzt hervorgehoben, die andere wäre Käthe Hamburger, das ist eben auch die Aufsätze geschrieben hat, ungefähr zur gleichen Zeit, wie Arendts Biografie erschienen ist und die in gewisser Weise eine Gegenposition eingenommen hat. Käthe Hamburger ist sozusagen für die nicht-germanistischen Zuhörenden eine der ganz frühen Wissenschaftlerinnen, die mit einem Buch Logik der Dichtung erzähltheoretische Grundlagen gelegt hat, die wir heute noch mitunterrichten und Kategorien geprägt hat, die für uns nach wie vor interessant sind. Und gerade nimmt die DFG Käthe Hamburger als Namenspatronin für neue Forschungseinrichtungen, also durchaus eine sozusagen auch innerhalb der Geschichte der Wissenschaft eine entscheidende Figur innerhalb der Geschichte der Literaturwissenschaft. Und sie hat Aufsätze über Rahel und Goethe geschrieben und da geht es sozusagen anders als Arendt, versucht sie sozusagen diese Frage des Jüdischseins, die Frage des Frauseins als private Misere, ist ihre Formulierung, sozusagen hintanzustellen und dann ein allgemeines Humanitätsideal demgegenüber zu akzentuieren. Und Arendts Buch ist natürlich begonnen sozusagen noch in Deutschland. Dann musste Arendt fliehen und ist sozusagen mit viel Glück dem Tod entronnen und konnte ins amerikanische Exil dann schlussendlich wechseln und hat dann da die Arbeit zu Ende geschrieben, beziehungsweise die Biografie zu Ende geschrieben. Und sie ist erst nach langem Kampf und zähem Kampf als Habilitation anerkannt worden. Also wir sehen, das wäre eigentlich wiederum eine Schrift zur akademischen Karrierebildung gewesen. Aber wir haben da einen Text, der natürlich von der existenziellen Situation der Autorin mitgeschrieben wird und auch eine Grundlage bildet, so hat Hannah Arendt das immer gesehen, für ihr Totalitarismusbuch, also für die Studie über den Totalitarismus, die sozusagen in gewisser Weise hat sie die sozusagen allgemeinen theoretischen Überlegungen, die sie da anstellt, vorgeprägt gefunden in dieser Lebensgeschichte. Und das Buch ist also auch in einem sehr großen Zeitraum zu sehr verschiedenen Positionen im Leben von Hannah Arendt entstanden. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum es nicht so aus einem Guss ist. Aber für mich macht es das gerade interessant. Und ich denke auch, dass man gerade in dieser Rezeption nochmal sieht, dass, was wir ja verschiedentlich auch schon angesprochen hatten, dass nämlich das Werk von Rahl Varnhagen
doch so unendlich viele Anknüpfungspunkte, Interessen bedienen kann und wieder neue Interessen wecken kann geradezu. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank, Frau Volkening. Vielen Dank, Herr Gatter, für dieses sehr interessante Gespräch. Bitte sehr. Ich bedanke mich. Ich danke auch.